vegetarische und vegane Fleischerzeugnisse sind ja zurzeit der Renner. Aber wie geht das überhaupt, vegetarische Wurst? Ganz einfach. Das Fleischeiweiß wird ersetzt durch Eiweiß aus dem Hühnerei und das tierische Fett wird ersetzt durch pflanzliche Fette und Öle. Die Wurst würde aber so noch zerfallen. Deswegen fügt man pflanzliche Zusatzstoffe hinzu, wie Carrageen aus Algen, Johannisbrotkernmehl oder auch Guarkernmehl. Probieren Sie es mal. Sie können die vegetarischen Würste fast nicht von den traditionellen Würsten aus Fleisch unterscheiden. Streng davon zu trennen sind die veganen Fleischerzeugnisse. Hier darf gar nichts vom Tier enthalten sein. Das Eiweiß ist hier ersetzt durch Sojaeiweiß, durch Weizeneiweiß oder auch durch Eiweiß aus der Erbse, Erbsprotein. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber geht auch. Der Fortschritt macht es möglich. Für mich ist die einzige Frage noch, ist das jetzt Tierschutz oder ist das Lifestyle? Kann ich Ihnen jetzt heute auch noch nicht sagen. Treffen wir uns in 3 Jahren mal wieder am Regal und gucken, wie es dann hier aussieht.